Gut, ich dachte mir, ich erzähle mal was über... Oh. Ja, das ist schon gefährlich. Die pfeifen alle ganz kurz und ich versuche es langsam zu machen. Ich habe extra 15 Minuten eingeplant, obwohl es nur 11 von diesen Dateien sind. Aber hey, wir haben 2 Stunden Zeit oder so. Ja. Genau, ich erzähle etwas über Scopes. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man mit den Regeln, wie Dinge in Scopes gefunden werden, ziemlich viel Spaß haben kann. Und ich glaube, das wird strategisch zu wenig benutzt, wenn Menschen Code schreiben. Vielleicht mache ich auch einfach total verwirrende Sachen. Immer wenn jemand anders meinen Code liest, denken die, es ist eine schlechte Idee, was ich getan habe. Das weiß ich nicht sicher, aber... Und dann geben sie dir ganz viel Geld. Ja, das ist ja nicht schlecht. Also, oh ja. Jemand anders reparieren, oder? Sie können das wegschmeißen. genau, das ist... Also okay, ich weiß wahrscheinlich wissen es nicht. Also die Sprache des Elements, die habe ich einfach mal gebaut, aber diese Scoping-Regeln, die da gerade passieren, die gibt es ungefähr in jeder Programmiersprache der Welt, nicht ganz. Und beim Taschenrechner geht das nicht so schön, aber fast überall. Oh, kann ich noch ein zweites Terminal aufmachen, dann können wir es auch ausführen. Das wäre irgendwie besser. Dein Taschenrechner, der Recursion kann? Der kann Recursion, aber nur globale Variablen, das ist etwas schmerzhaft. Genau, aber hier kann man so etwas machen, wir haben hier eine Variable x. Da kann man hier einen Wert reinspeichern, Auto zum Beispiel ist x. Und dann kann man noch eine Variable x machen, der geben wir einen anderen Wert, x. Hier drumherum sind diese lustigen schwarzen Klammern, die machen eine Funktion. Die Funktion ist in diesem Fall f. Und wenn man in f ist, dann hat x irgendeinen Wert, den können wir ausgeben. Hier rufen wir f mal auf. Und wenn wir außerhalb von f sind, hat x auch irgendeinen Wert, den können wir ausgeben. Und danach rufen wir wieder f aus. Und ich denke, was da passiert ist, überrascht jetzt irgendwie niemanden. X ist irgendwie inner, wenn es innerhalb von f ist, und x ist irgendwie outer, wenn es außerhalb von f ist, und dann ist es wieder inner, obwohl es nur am Anfang gesetzt wurde. Also dieses outer, das... Ah. Besser. Ja, okay. So, ja, wie kommt das? Es gibt hier in Wirklichkeit zwei, oder eigentlich gibt es sogar drei x. Es gibt hier so ein x, das liegt im sogenannten globalen Scope, gibt es auch ein quasi jeder Programmiersprache, ist halt die ganze Zeit da. Und nur weil ich hier so ein inneres x mache, bleibt das äußere x trotzdem noch da. Und wenn ich das später wieder benutze, dann ist immer noch, obwohl ich hier zwischendurch das f mal aufgerufen habe, immer noch der alte Wert von x in diesem äußeren x. Das ist so Scoping 101, das ist überall so quasi. Wenn das nicht so ist, hat man entweder was sehr falsch gemacht oder eine sehr merkwürdige Programmiersprache. So, was könnte man noch tun? Ich habe mal hier, also der einzige Unterschied im Programm ist, dass ich hier so einen Single-Tick angebracht habe. Das sieht in unterschiedlichen Sprachen sehr unterschiedlich aus. Weil ich ein fauler Mensch bin, ist in Elemas der Unterschied sehr klein. Es geht auch nicht in jeder Sprache, das zu machen, aber diese Funktion, die macht keinen eigenen Scope. Also die kann man aufrufen. Hier unten wird die immer noch zweimal aufgerufen. Aber die macht jetzt nicht, so wie in den meisten anderen Sprachen eine Funktion oder wie die hier eben gerade, einen eigenen Scope auf, sondern sie läuft quasi einfach in dem gleichen Scope, in dem sie deklariert wurde. Das heißt hier, dieses F wird hier im globalen Scope erzeugt. Das heißt, das Ganze, was hier drin ist, ist das gleiche wie der globale Scope. Wir können uns mal angucken, was da passiert. Das ist halt inner, inner, inner. Denn dieses F hat es auf inner gesetzt. Das ist hier immer noch inner, denn es war das gleiche x, wie im globalen Scope eben x ist. Und ja, wenn ich es nochmal aufrufe, ist es immer noch inner. Wenig überraschend. Was kann man noch Verrücktes mit Scopes machen? Genau, wofür könnte man es überhaupt gebrauchen, außer um irgendwie Leute mit Scopes zu verwirren? Zum Beispiel kann man sich... Okay, ja. Zum Beispiel kann man sich Funktionen bauen... Vortragen mit Scopes zu verwirren, genau. Zum Beispiel kann man sich Funktionen bauen, die in einen anderen Scope etwas reininstallieren, was da eigentlich gar nicht reingehört. Zum Beispiel könnte man hier so eine AddHelpers-Funktion machen, die deklariert eine Funktion help und die kann man dann hier aufrufen und auf einmal wird help hier verfügbar. Ich meine, das ist jetzt so ein Mini-Beispiel, aber das kann durchaus nützlich sein, wenn man irgendwie so ein Utility-Dings hier durch die Gegend schleppen will, aber es halt nicht überall irgendwie in den lokalen Scope schreiben will. Das gibt tatsächlich einige Programmiersprachen, die so etwas Ähnliches auch ermöglichen. Ich habe das Gefühl, es wird mehr und mehr Mainstream, solchen Kram zu machen. Ich habe am Ende noch eine Mini-Liste mit Beispielen, die mir spontan eingefallen sind. Ja, in JavaScript geht ziemlich viel, wobei es da eher unstrukturiert ist, ähnlich wie in Elemas. Es gibt auch Sprachen, die es versuchen, etwas mehr zu kanalisieren tatsächlich. Aber ja, in JavaScript geht das auch. Man kann einfach Sachen in den globalen Scope werfen oder man kann sich irgendwie den das Objekt, was quasi this ist, irgendwo hinreichen und dann da Kram installieren. Damit geht genau sowas. Was für ein Scope hätte die Helper-Funktion jetzt innerhalb der Funktion mit eigenem Scope?
Moment, das irgendwas? Also der Block oben, der quasi Inline-Block mit globalem Scope, wird in der Funktion mit lokalem Scope aufgerufen. Oder sehe ich das falsch? Ich fürchte, das wäre sinnvoll. Dafür bräuchten wir eigentlich das so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Behält dann diese Helfer-Funktion den globalen Scope oder kriegt sie dann einen Parameter? Nee, also diese Help-Funktion wird quasi, also diese Funktionskonstruktion, die da steht, die sie geschaffen hat, machen wir eine neue Funktion. In dem Moment, wo die ausgeführt wird, captured sie quasi den Deklarationskorb, in dem sie ist, und macht innen drin nochmal einen eigenen. Also wenn ich hier drin jetzt wieder Variablen hätte, da drin, dann ist es genau wie ganz am Anfang, das ganz normale F, ihr eigener Scope. Und die Frage ist, in welchem Scope lebt die? In dem, wo quasi diese Konstruktion hier gelaufen ist. Das ist jetzt einfach genauso. Ja, wunderbar. Das kommt davon, wenn man die Vorträge nur kurz vorher vorbereitet. Dieses hier ist das genau, was ich gerade erklärt habe. Diese Funktion, die hier als Helper ist, diese Funktion hier, läuft genau in dem Scope, wo ihr mir gefragt hat, wo das hier quasi aufgerufen wird. Das eben ging auch mit dem Single-Tick, allerdings ist das, funktioniert das zufällig, weil es einen globalen Scope installiert. Macht das. Ich hoffe, irgendjemand hat es gerade noch verstanden. Also das eine ist relativer Scope, das andere ist quasi Runtime Scope. Okay. Genau. Das ein Mini-Anwendungsfall dafür. Die Installation findet beim Ausführen und nicht beim Deklarieren statt. Also diese, was hier gerade passiert ist, ich deklariere eine Funktion, die heißt AddHelpers. Die wird hier gebaut. Der Interpreter läuft, oder der JIT, egal, ist dasselbe, läuft hier oben rein. Macht eine Funktion. Die macht keinen Scope, keinen inneren Scope und die merkt sich auch nicht den Ort, wo sie deklariert wurde. Das machen diese Doppelticks. Diese Funktion heißt jetzt AddHelpers. Also wenn ich dich hier aufrufe, dann läuft quasi der Scope, der hier von diesem F aufgemacht wurde zur Laufzeit. Das F betritt ja hier oben quasi die Ausführung. So, hier wird AddHelpers angesprungen. Das macht mit dem Scope quasi gar nichts. Das bleibt einfach im gleichen Scope, wo es aufgerufen wurde, also in dem Inneren von F. Da drin wird jetzt eine neue Funktion gemacht, die HelperDump macht. Diese Funktion hat den Deklarationsscope, der quasi hier gerade herrschte. Also den inneren von F. Und das Help wird dann halt auch, dieses gleich Stern Help, wird halt an dieser Stelle quasi ausgeführt und bratzt das Help in den inneren Scope von F. Das ist also quasi auch zur Objektdeklaration nutzen. Und kann man machen, genau. Das heißt, nach dem letzten, wo du F aufrufst, wenn du danach Help aufrufst, dann geht's nicht. Das wäre meine Hoffnung. Unresolved name, internal executed in an error. Illegal hardware instruction. Wunderbar, ja, exakt ist es. Immer noch die illegal. Die ist voll gut, die illegal hardware instruction. Die sorgt dafür, dass dein Programm zuverlässig beendet wird. Die ist einfach im Debugger zu finden, sie taucht nirgendwo sonst auf. Und man kann sie einfach irgendwo reinpatchen. Ein Byte lang, oder? Nee, sind zwei leider. Ja, UD2. Undefined Instruction, 2 Byte. Aber sie ist sogar, sie ist offiziell illegal. Also sie ist nicht einfach eine zufällig schlechte Instruktion. Sie ist, in der Doku steht, diese Instruktion wird schon immer illegal sein. Genau, das hier ist das, was ich eigentlich mit dem Doppelhäkchen hier zeigen wollte. Dafür brauche ich jetzt nichts mehr erklären. Was kann man noch mit dem Doppelhäkchen schön machen? Dafür habe ich es letztens tatsächlich sehr nützlich gebraucht. Man kann sehr schön Sachen irgendwo reinladen, und zwar später. Also mein Code, in dem ich das wirklich sehr nützlich gebraucht habe, war ungefähr so. Ich habe hier so eine beliebige Funktion. Die bekommt irgendwelche Argumente oder was auch immer und hat im Wesentlichen in der Mitte ein großes Switch. Also dieses Const, das ist ein Conditional. Das ist, kann man sich vorstellen wie ein Switch-Statement. Da vorne ist immer eine Bedingung und wenn die Bedingung wahr wird, dann macht es halt, dass es da hinten steht. Das heißt, wenn ich hier F irgendwie aufrufe, dann ist greet, wird hier irgendwie dieser Command. Und wenn der Command greet ist, dann kommt der Hello World raus. Soweit so klar. Und dann möchte ich gerne, also möchte ich meiner großen Codebase, später quasi neuere Commands da reinladen, je nachdem, in welchem Kontext ich gerade bin, je nachdem, ob ich irgendwelche User-Scripts nachgeladen habe und so weiter. Und mache mir eine Funktion, die nicht mehr Plugins, die ist am Anfang die leere Funktion ohne Scopes. Und die kann ich natürlich aufrufen, da passiert nicht besonders viel. Die macht halt dann auch nichts. Das heißt, in diesem Moment hier geht nur Greet und Grüße, würde auch sicherlich funktionieren. So, und dann kann ich sowas machen, wie ich deklariere, also ich gebe Plugins einen neuen Wert. Ich mache eine neue Funktion, die hat wieder keinen Scope und nichts, weise die der Variablen Plugins zu. Und wenn ich das nächste Mal F aufführe, dann
passiert halt an dieser Stelle genau das, was in meiner nachgeladenen Funktion quasi drin steht. Und in mein Switch-Statement kommt eine neue Bedingung mit rein. Ich sehe sehr viele verwirrte Blicke. Das Semikolon ist ja quasi eine Concat von. Ja, du hast ja schon weitergelesen. Ja, das Semikolon ist Funktions-Concatenation, genau. Das nimmt zwei Funktionen und macht quasi erst die eine und dann die andere. Damit man nicht nur ein Plugin nachladen kann, sondern so viele Plugins, wie man möchte. Genau, dieses CMD hier, das ist relativ spannend, dieses CMD resolvet halt in dem Moment, wo Plugins dann an dieser Stelle ausgeführt wird, in dem Scope von F tatsächlich zu dieser Variablen hier. Aber man kann solche ähnlichen Effekte in anderen Sprachen, zum Beispiel in Lisp, machen mit unclean Macros. Elemas hat auch Makros, aber das hier ist kein Makro. Das sind tatsächlich einfach Funktionen, die echt auf dem Stack existieren und die man ganz normal anpassen kann als Objekte, die kann man auch irgendwo durchreichen als Parameter und so weiter. Die passieren also nicht irgendwie vorher zur Compiler. Das kann man sich auch bestellen, wenn man das gerne möchte, aber das ist noch etwas verwirrender. Genau so ein Problem habe ich letzte Woche in Bash Debug. Ha. Mit Local Variablen. Mit Local Variablen. Local Variablen sind nämlich auch Lexicoscope. Also Variablen generell sind in Lexicoscope. Und zur Laufzeit verwandelt das aber nicht wie Inline, sondern bleibt kompakt in der Funktion, oder? Genau, also dieses, also pass auf, ich kann jetzt mal zeigen. Also dieses Ding hier, also dieses Plugins, also ich fühle das mal gerade aus. Was ist das hier? 05, ne? Ja. 05, ey. So, genau, hat jetzt irgendwie das dreimal aufgerufen. Und wenn ich hier mal, also das dupliziert einfach nur den Kram, der gerade vom Stack liegt, also die Funktion, die ich hier gerade deklariert habe, und dump gibt's aus. Dann müssten wir da ein Funktionsobjekt sehen. Das heißt, dieses Teil, das wir hier nach Plugins speichern, das ist tatsächlich einfach eine Funktion, die wir ganz normal aufrufen können. Die können wir auch zweimal aufrufen oder was auch immer. Das ist nicht. Es ist halt kein Makro. Man kann auch Makros deklarieren, die quasi in dem Moment, wo der Parser an dieser Stelle vorbeikommt, Dinge tun, was auch immer. Aber soweit muss man für viele Anwendungsfälle gar nicht gehen. So, man kann dann einfach eine Funktion aufrufen, die halt keinen eigenen Scope mitbringt und den Scope nicht wechselt und so. Und deshalb dann da drin trotzdem Dinge machen kann. Und weil die Namensauflösung ziemlich spät passiert im ganzen Compile-Prozess, funktioniert das dann an der Stelle trotzdem. Was man auch machen kann, dieses Beispiel muss leider ein bisschen größer sein, sonst sieht man überhaupt nicht, wofür es gut ist. Gelegentlich ist es ganz sinnvoll, Funktionen zu konkatenieren, die unterschiedliche Scopes haben. Hier ist ein Semikolon, das hat der Emilio gerade schon mal gefragt, das sind einfach zwei Funktionen und macht daraus quasi eine. Es wird erst die erste Teil ausgeführt und dann der zweite. Aber diese Funktion, die hier zusammengebaut wird, besteht aus zwei Teilen. Ein Teil, der eine normale Funktion ist, die quasi den Deklarationsscope hat, da drin irgendwie seinen eigenen Scope aufmacht und Dinge tut, in diesem Fall so einen E-Counter inkrementieren. Und einen zweiten Teil, der ungescoped ist. Und diese beiden Funktionsteile, die halt vorne gescoped sind, hinten ungescoped sind, werden zusammengesteckt zu einer Funktion, die man irgendwo benutzen kann. Und das Beispiel unten ist so ein bisschen konstruiert, also es gibt dafür sehr viel bessere Lösungen, auch in Elemas. Aber dafür kann man es zum Beispiel benutzen. Also hier oben ist eine Variable i, die lebt in diesem Scope von dieser Funktion, die hat auch keinen richtigen Namen. Die besteht eigentlich nur dafür, in diesem Fall, um einen Scope zu machen. Dieses i ist am Anfang 0 und diese Funktion addiert da 1 drauf, speichert das einerseits ein i, macht andererseits einen String da draus und macht irgendwie einen Punkt dran. Ich zeig mal gerade, was das eigentlich macht. So, und dieses zweite sammelt sich den Title, woher auch immer der Title gerade kommt, tut das Ganze zusammen zu einer Nachricht und ruft eine Funktion Zeta auf, die übergeben wurde, zeige ich gleich wo, und ruft Zeta mit dieser Nachricht auf. Kriegen wir das irgendwie kleiner hier mal. Wunderbar. So, das ist jetzt ein ziemliches Chaos, von wo werden welche Dinge aufgelöst. Also normalerweise würde man das sicherlich nur selten im Code wirklich gebrauchen, schon gar nicht so dicht aneinander. Aber sonst habe ich noch größere Beispiele, das ist ein bisschen sinnlos. Also hier haben wir zum Beispiel eine Funktion f, die deklariert Title als first. Dieses Title ist das gleiche Title, was hier später aufgelöst wird, nämlich dann, wenn diese StartSection tatsächlich ausgeführt wird. Und diese Funktion hier wird später dieser Setter hier werden. Da geht die Nachricht rein, kommt hier als Argument in die Funktion raus. Und diese Funktion ist eine, die keinen inneren Scope mitbringt.
Es würde auch nicht so sinnvoll sein, eine Funktion zu machen, die nur eine lokale Variable deklariert und dann wieder den ganzen Scope wegschmeißt. Sondern dieses Singletick sorgt dafür, dass die Funktion ihren Deklarationsscope zwar betritt, also den von f in diesem Fall, aber die Deklaration von thesection halt über das n dieser Funktion hinaus innerhalb von f bestehen bleibt, sodass dieses thesection tatsächlich deklariert wurde. Und auf diese Weise, also so und so ähnlich, kann man sich relativ frei zusammenstecken, wo man seine Namen jetzt her aufgelöst haben möchte, wenn man das unbedingt will. Für dieses Beispiel, wie gesagt, ist es etwas konstruiert. Außerdem ist es super unnötig lang. Das ist üblicherweise nicht mein Stil von Elemas. Man kann das hier oben deutlich kürzer machen. Dann ist es fast sogar übersichtlicher, würde ich behaupten, weil nicht alles voller dieser Kommentare ist. Und man kann... Ne, hab ich da wohl schon 8 gemacht? Ja, man würde auch nicht unbedingt... Das hier ist ja auch ein bisschen hässlich. Wir haben hier so eine Funktion f. F ist kein schöner Name für eine Funktion, die deklariert so ein Title-Ding. Man kann, wenn man unbedingt möchte, auch solche Scherze machen in Elemas. Jetzt nennen wir unsere Funktion einfach mal first. Ich habe es jetzt versucht, so ähnlich zu lassen, wie sonst, wie es vorher auch war. Und redeklariere hier mal die Funktionsdeklaration. Benutze dabei ein neues Feature, nämlich eine Scoping-Regel, die es fast in keiner Programmiersprache gibt, außer, soweit ich weiß, in Lisps habe ich die mal gesehen. Im richtigen dynamischen Scope. Also alles, was wir gerade gesehen haben, ist eigentlich immer so, dass der Ort, an dem die Variable lebt, hängt irgendwie davon ab, wo sie im Quelltext steht. Also es gibt irgendwie einen Funktionsscope und in dem lebt die. Das ist ja eigentlich eine Eigenschaft quasi von der Reihenfolge des Quellcodes. Je nachdem, Reihenfolge war gerade schon ein bisschen relativ in dem Beispiel. Aber man kann doch es ganz anders machen. Man kann auch sagen, man möchte Variablen haben, die existieren innerhalb quasi der Ausführungszeit einer Funktion. Die existieren nicht innerhalb des Scope, also nicht innerhalb des Source Codes der Funktion, sondern die existieren quasi innerhalb der Laufzeit der Funktion. Common Lisp hat das definitiv auch. Die benutzen es genauso wie Elemas auch für Error Handlers, weil es einen großen Vorteil hat. Man kann halt den aktuellen Handler in diesem dynamischen Scope irgendwie setzen. Und später, wenn die Funktion aus welchem Grund auch immer verlassen wird, endet halt dieser dynamische Ausführungsbereich und der Wert der dynamischen Variable geht automatisch zurück. Was ich ganz spannend finde, Golang macht das auch, aber nicht mit Language Support. Das ist im Prinzip genau das Kontextobjekt, was man bei Golang die ganze Zeit durch die Gegend reicht. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Werten dynamisch gescopter Variablen. Und nur weil die keinen Language Support haben, könnte man sagen, müssen sie immer diese CTX-Variable überall durch die Gegend reichen, um halt quasi die Sammlung aller momentanen dynamischen Variablenwerte mit durchzureichen. Woran man auch sieht, dieses Feature kann man durchaus noch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel für Request-gescopten Kram. Also man hat irgendwie einen Service und man hat halt Informationen, die irgendwie an dem Request dranhängen, aber die man nicht immer wieder weiter und weiter und weiter reichen will. Die könnte man auch super in so dynamischen Variablen unterbringen. In diesem Fall gibt es hier eine dynamische Variable. Ja, das Support in Elemas ist auch gar nicht so gut. Die heißt im Prinzip Title und es gibt zwei primitiven dynamische Variable Getten und Setten, die im Prinzip unter dem... die das Objekt Title benutzen, um auf dem Stack halt einen Tag abzulegen, wo man den Wert finden kann oder schreiben kann. Und das gibt es jedenfalls auch als Möglichkeit, jetzt nicht nur in Elemas, sondern im Allgemeinen, wie man Variablen Lifetimes haben kann. Üblicherweise macht man das in Elemas nicht so schrecklich, wie ich es gerade gezeigt habe, sondern zum Beispiel das Utils-Ding von vorhin macht man so, man hat hier so einen Scope, diese Tag-Klammern sind einfach ein Scope, der unabhängig von einer Funktion existieren kann. Das kann man sich vorstellen wie ein Struct oder wie ein JavaScript-Objekt. Und was man machen kann, ist, man kann einfach sagen, ich hätte jetzt gerne alles, was in Utils ist, hätte ich gerne in dem Doppelpunkt dran gebunden. Und das ist der übliche Weg, wie man zum Beispiel dieses ganze Helper installieren und so macht. Denn wenn man das alles nur mit Scope-Redirections hat, hat man, was auch einige andere Leute in anderen Sprachen schon herausgefunden haben, relativ schnell das Problem von Scope-Pollution. Man hat halt irgendwie mehrere Utils-Klassen, und die haben halt beide irgendwie Log with Details oder was auch immer. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, welche von den ganzen man eigentlich aufruft. Deshalb gibt es dann wieder irgendwelche Hilfskonstrukte, wie man doch irgendwie diese Scopes wieder auseinanderhalten kann. Da habe ich aber noch nicht so viel anderes Elegantes gesehen. Das mag aber auch sein, dass ich mich nicht allzu viel danach umgeguckt habe. Hier ist es so, man kann einfach quasi neue... Also kurze Accessornamen vergeben, es könnte Doppelpunkt sein, es kann eigentlich alles sein, was nicht ASCII, also was nicht Buchstaben oder Zahlen sind. Oder man kann das so ähnlich machen wie in Kotlin auch, man kann einen Scope machen, der ein Sidecar-Objekt hat, was dafür sorgt, dass hier
ist dieser Single-Tick in dem Scope-Ende dran. Und das sorgt dafür, dass der Scope während der Konstruktion zwar noch normal konstruiert wird, aber am Ende quasi im JavaScript wäre es sozusagen der Prototype. Ja, müsste sein. In Kotlin wäre es so eine Art Sidecar-Objekt. Am Ende, der die Scope-Resolution von innerhalb dieses Scopes nochmal umgebogen wird. Also hier drin passiert noch alles normal. Und am Ende sagt man, ja, aber wenn du quasi den Scope verlässt, um nach einem Identifier zu suchen, dann geht auch nicht den Deklarationsscope raus, geht auch bei Utils lang. Das ist so ein bisschen wie eine Superklasse in schlecht oder wie ein Sidecar-Objekt in gut oder, naja, es ist halt eine Redirection in der Scope-Resolution. Was es auch noch gibt, gibt es auch in Elemas, habe ich aber kein Beispiel für, weil es noch verrückter aussieht, gibt es, weiß ich definitiv, in Perl, gibt es, meine ich, auch in PHP, gibt es oft in so richtig dynamisch interpretierten Sprachen, gibt es auch in Python, sind noch so Hacks mit Funktionen, die aufgerufen werden, wenn ein Name nicht gefunden wurde. Oh, Ruby hat das auch. Ja, also in Perl weiß ich, dass es der Autoloader ist, in Python, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber es gibt es jedenfalls. Get-Adresse überall laden auf den... Ja, genau, Get-Adresse, das Ding, Unterstrich Get-Adresse, ja. Damit kann man im Prinzip auch das Scope Redirection machen, halt von Hand. Da kann man sagen, okay, du hast das jetzt nicht gefunden, dann guck mal danach oder guck mal danach oder ansonsten mach mir meine Funktion hier on the spot irgendwie neu. Wenn man das unbedingt... If you actually do that... Ja, genau. Also es hat den Vorteil, man ist super flexibel, man kann insbesondere auch Funktionen deklarieren, also man kann unendlich große Mengen von Funktionen deklarieren, das kann manchmal sehr nützlich sein. Man kann zum Beispiel solchen Quatsch machen, wie einen Autoloader schreiben, der mit DLOpen eine C-Library lädt und dann danach guckt, ob es die Funktion gibt, die dann schnell wrappt und einem dann zurückgibt und so Scherze. Habe ich schon gesehen, produktiv. Aber das ist halt zum Debuggen oft gar nicht so hilfreich, weil man dann, wenn man in der Codebase nach Namen sucht, sind die nicht da. Das oft die Object Introspection, ja, ja. Ja, ja. Genau. Achso, das ist natürlich nicht... In Python kannst du auch im Prinzip den Teil ersetzen, der ein Scope ist, durch irgendwas selbstimplementiertes. Du kannst das Dict ersetzen, meinst du, oder? Ja, durch irgendwas. Ja, irgendwie ein anderes Objekt. Ja. Ja, das stimmt. Kann man das hier auch? Das ist eine gute Frage. Ja, bei Python ist es merkwürdig, die haben mehrere so Fallbacks für die Scope Resolution. Die haben Get-Adresse, sie haben aber noch irgendeins und sie haben das Dict selber, was du auch... Und dann Local und Global. Ja. Aber gibt es nicht? Ich dachte, es gäbe auch noch Get-Adresse noch ein zweites davon, aber das müsste ich nachgucken, keine Ahnung, hinterher vielleicht. Genau, was mir noch spontan eingefallen ist, wo es mir aufgefallen ist, dass die Sprachen interessante Dinge mit Scopes tun. Also das eine hatte ich schon gesagt, Golang mit diesen Kontextobjekten. Das ist mir erst vor kurzem quasi klar geworden, dass das genau das Feature-Set abbildet, was in Lisp zum Beispiel mit diesen Dynamic Scopes gemacht wird. Man hat halt Werte, die zu einer bestimmten Laufzeit real sind und danach einfach wieder weg sind. In Kotlin gibt es Sidecar-Objects. Das ist ganz spannend. Die machen, in Elemas war es ja gerade so, ich habe dem Scope gesagt, mach deine Resolution stattdessen dort weiter. In Kotlin ist das ein Branch. Man kann quasi sagen, mach den Scope auch dort weiter. Das wird dort ganz massiv benutzt, um so zum Beispiel Utils-Sachen reinzuladen. Oder sie benutzen es auch für Konstruktionen, also ihr schönstes Beispiel ist so eine HTML-Konstruktor-Chain, wo sie quasi so eine Klasse mit rein sidecarren, die lauter Methoden hat, die alle so heißen wie HTML-Tags. Und dann kann man gemischt quasi in dem eigentlichen Applikationsscope einen Namen resolven und ansonsten einfach HTML-Tags hinschreiben und das wird dann halt im Sidecar-Objekt aufgelöst, wenn man kein Shadowing hat, um sich irgendwie HTML-Output zu basteln. Das sieht tatsächlich relativ nett aus, weil es einfach normal typgecheckter Code ist, aber halt trotzdem relativ kurze Syntax, um irgendwie Texte konstruieren, zu dekonstruieren und so. In Java kann man sowas ähnliches machen mit Inner Classes in Wirklichkeit, denn Inner Classes haben eine Superclass, aber sie haben auch Closure-Semantiken. Das heißt, man kann da Scope Resolution, also gerade in Konstruktoren von den Dingen und so, kann man Scope Resolution sowohl im Lexical Scope machen, als auch in dem Class Parent Resolution quasi in der Klassenhierarchie. Das habe ich sogar auch schon mal benutzt. Das war gar nicht so schmerzhaft an der Stelle. Es war noch, als Java noch deutlich älter war, da gingen einige Sachen noch nicht so schön wie jetzt mit Initialisierung. Aber zum Beispiel so Hashmaps initialisieren mit irgendwie Anonymous Constructor direkt an der Stelle und so kann man damit sehr schön machen. Ja, genau. Und in Lisp hatte ich schon gesagt, da gibt es halt Makros und wenn man möchte auch Unclean Makros, man kann halt einfach dem Compiler sagen, übrigens, wenn du diesen Namen gefunden hast, schreib doch hier irgendwie Zeug hin. Und wenn Zeug halt Namen enthält, dann resolven die Namen halt an der Stelle, wo sie halt hingeschrieben wurden. Und damit kann man natürlich dafür sorgen, dass die auch Dinge matchen, die in dem umgebenden Scope deklariert wurden oder dass sie neue Dinge deklarieren, die im umgebenden Scope hin sollen oder wie auch immer. Das meiste, was ich in der Lisp-Community darüber lese, ist, dass die Leute immer sagen, eBay, das ist voll unübersichtlich und das ist total unpraktisch und so.
ich denke, wenn man es undiszipliniert benutzt, stimmt das garantiert. Das ist immer so, wenn man zu viele Namen auf einen Haufen wirft, undiszipliniert. Ich denke, man kann damit im Prinzip an einigen Stellen ziemlich nützlich arbeiten. Ja. Fällt noch irgendjemand ein crazy Kram ein, den er mit Scopes mal gemacht hat, den ich noch nicht hatte? Dann fehlt Elemas bestimmt ein Feature. Ansonsten Fragen? But why? Ich habe es nicht ganz verstanden. Singletics machen den Scope an der Stelle auf, wenn die Funktion deklariert wird, oder? Ich mach mal ein Beispiel. Irgendwann, ich will noch was ausführbares haben. Ich dumpe einfach mal Scopes raus. Also Scope nimmt den aktuellen Scope und dumpt den raus. Sehr praktisch für Dinge. Ich weiß nicht, kannst du das unten sehen? Mhm. Okay. So. Na, Keyboard. So. Scope dumpt, wenn ich eine Funktion mache. Ich führe die mal direkt aus. Also das Sternchen nimmt einfach eine Funktion und führt sie direkt an einer anderen Stelle aus. Das ist ein anderer Scope. Das ist nämlich jetzt der Scope, der quasi entstanden ist, als dieses geschweifte Klammerding hier aufgegangen ist. Okay, dann machen wir mal eine Funktion, die sieht so aus. Die hat hier wieder den gleichen Scope wie oben. Die ist nämlich hier reingegangen, hat keinen eigenen inneren Scope aufgemacht. So, was ein bisschen, also wo es interessant ist, nenne die jetzt doch mal irgendwie und gebe der mal einen Parameter. G, den soll die aufrufen. Warte mal, ich mache vorher einen Scope Dump. So. Und diese Funktion tue ich jetzt in F rein. Also das ist diese Funktion, die keinen eigenen inneren Scope aufmacht. So. Das ist der Global Scope von oben. Ja. Das ist der Scope von F. Und das ist der Global Scope, der quasi hier von der Funktion gecaptured wurde, aber innerhalb dessen kein neuer Scope aufgemacht wurde. Genau, also die captured den Scope, in dem sie auch... in dem sie deklariert wurde, in dem sie erzeugt wurde, muss man eigentlich sagen. Deklariert ist das falsche Wort. Genau, das Double Tick macht quasi Full Transfer. Das macht quasi gar nichts mit Scopes. Ja. Ja. Und also die Single-Ticks braucht man meistens, wenn man irgendwie Setter durch die Gegend reichen will, die halt in den lokalen Scope was installieren. Mhm. Was insofern ganz nett ist, weil man sich dann an der Stelle aussuchen kann, in welche Variable es soll und so. Man hat trotzdem noch relativ viel Kontrolle über die Namen und man kann trotzdem anderen Stellen im Code erlauben, da Kram reinzuschmeißen. Genau, und das Doppeltick braucht man meistens, wenn man halt irgendwie eine Utility oder so bereitstellen will, die in einen anderen Scope irgendwie Deep Magic machen. Also das ist meistens halt irgendwie... ja, entweder irgendwelche Namen bereitstellen, die für sehr viele Sachen benutzt werden. Das lohnt sich halt nicht, so Doppeltick-Funktion für irgendwas zu machen, was man nur einmal braucht. Das ist dasselbe Problem wie mit Uncle Macros. Man hat dann super schnell Scope Pollution, weil die halt alles irgendwie vollmüllen. Aber an einigen Stellen, wenn man es sinnvoll einsetzt, kann man halt sagen, okay, ich mache mir jetzt eine Funktion, die ich überall brauche. Sie heißt irgendwie, weiß ich, DB für Debug oder so. Und dann kann ich sie halt überall super schnell einfach in meinen Scope tun. Sie ist halt überall verfügbar, zum Beispiel. Was ist das Problem mit Scope Pollution? Einfach, dass das ist Unübersichtlichkeit. Also du hast halt den Effekt, wenn du genau das gleiche Problem wie quasi, wenn du irgendwie Multi-Parent-Classing hast und du hast halt irgendwann so ein Objekt, das hängt irgendwie, das hat irgendwie 100 Oberklassen, ja? Und dann rufst du irgendwie Foo auf. Und in deiner Codebase gibt es 50 mal Foo, aber welches ist es? Das Problem hast du halt auch, wenn du einfach in deinen Scope-Kram rein definierst, dann ist halt einfach irgendwann alles vollgemüllt. Also es ist kein technisches Problem, es ist nur ein Verständnisproblem. Ja gut, das generiert wahrscheinlich auch langsam Code, oder? Wenn zur Laufzeit dann erstmal entschieden werden muss, welches von diesen Fuß... Naja, in Elemas gibt es dann ziemlich einen Hack, weil die Namensauflösung passiert... In Elemas besteht im Wesentlichen so lange aus Hacks, dass es funktioniert hat. Die Namensauflösung passiert so wie im JavaScript dynamisch, aber normalerweise wird das danach einfach in Stein gebacken. Also wenn er den Namen einmal aufgelöst hat, dann bleibt der da auch. Ah. Das kann man auch abbestellen, wenn man möchte. Natürlich kann man das abbestellen, dann ist es auch langsam. Aber... normalerweise macht er die Resolution einmal und tittet das dann an die Stelle konstant rein. So ähnlich macht das, also JavaScript macht das ja auch so, bloß in klüger und macht dann noch so Guards drumherum, die merken, ob man gerade irgendwie in der Objekthierarchie drüber rumgepfuscht hat und wenn ja, dann repariert es das schnell. Andere Sprachen machen die Resolution halt am Anfang, also keine Ahnung, wenn du es in C++ hast mit mehreren Superklassen, dann wird halt am Anfang einmal geguckt, was du jetzt eigentlich meinst und dann wird halt entsprechend die V-Table Resolution an der Stelle gemacht. Ja. Also naja, wenn du dann auch noch V-Tables hast, steht natürlich noch nicht ganz fest, was du hast, aber es ist jedenfalls klar,
aus welcher Parent-Klasse das Ding jetzt nun gemeint ist, sagen wir mal lieber so. Das ist ja in vielen anderen Sprachen auch so. Die machen halt die Name Resolution zur Compile-Zeit, gucken dann einmal nach, was es sein könnte, machen dann Ambiguity irgendwie Resolution, warnen dich, wenn du zu viele gleiche hast oder auch nicht, je nach Sprache, und wissen dann, der Compiler weiß dann, was da gemeint ist. Und ansonsten kann ich sehr empfehlen, damit rumzuspielen, insbesondere nicht unbedingt mit Elemas, wobei ich das natürlich auch empfehlen kann, aber mit so Scope-Spielereien. Vor allem, wenn man anfängt, sich so kleine Helpersprachen zu bauen, die man halt innerhalb der eigentlichen Programmiersprache benutzen will, um irgendwelche Probleme zu lösen. Ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich sage, okay, ich habe irgendwann eine Domain, über die ich sprechen muss. Und da habe ich halt immer irgendwie meine 20, 30 so Helper, die irgendwie meine Domain-Objekte hantieren. Und es bietet sich durchaus an, sich je Programmiersprache einen effizienten Weg zu suchen, sich diese Namen irgendwie dahin zu organisieren, anstatt so wie Java Enterprise-Style immer irgendwie sowieso Service dort, sowieso Dingsy dort, Utilities dort irgendwie zu machen. Macht meistens die Sache lesbarer. Meiner Meinung nach, aber ja, das ist das. Gut, dann vielen Dank.